Hallo meine Freunde, heute erzähle ich euch eine Geschichte über den Context Action Service. Beim letzten Mal ging es um den User Input Service und ich habe da viel über den Context Action Service geredet und gemeint, wie viel besser der für manche Situationen ist. Und heute erkläre ich euch warum, was der Context Action Service macht und was ihn so besonders macht. Hatten wir eigentlich beim letzten Mal eine Hausaufgabe auf? Falls ja, habe ich sie vergessen. Keine Ahnung. Aber was macht den Context Action Service besonders? Oder was ist der Context Action Service? Ihr könnt euch vielleicht schon denken, der Context Action Service hat viel gemeinsam mit dem User Input Service. Sprich, wahrscheinlich wird man damit User-Inputs wahrnehmen können. Und das ist tatsächlich der Fall. Dafür ist der Context Action Service da. Aber er hat einen anderen Namen. Und zwar nicht User-Input Service, sondern Context Action Service. Alles dreht sich um Kontext und um Aktionen. Das heißt, in einem bestimmten Kontext können wir bestimmte Aktionen ausführen. Der Context Action Service macht es einen, kurz gesagt, einfach leichter, bestimmte Aktionen an bestimmte Eingaben und bestimmte Kontexte zu binden, ohne dass man dafür besonders viel Code schreiben muss, wie es beim User-Input Service der Fall wäre. Zum Beispiel könnte ich mit dem User-Input-Service E drücken, um zum Beispiel eine Wand vor mir zu platzieren, wie wir es vor ein paar Folgen gemacht haben. Ich könnte auch mit dem Context-Action-Service E drücken, um eine Wand vor mir zu platzieren. Und der Code wäre eigentlich auch nicht sehr viel komplizierter. Das Coole am Context-Action-Service ist aber, ich kann nicht nur E drücken, ich kann auch X drücken, ich kann auch D drücken, ich kann auch auf meinem Gamepad irgendwelche Tasten drücken. Und ich muss dafür keine extra If-Statements schreiben, if dies, if das, if jenes. Und vor allem kann ich auch an mobilen Endgeräten einen Button auf dem GUI hinzufügen, ohne dass ich einen Button auf dem GUI machen muss und das dann noch extra binden muss. Und da glänzt der Context Action Service. Vor allem, wenn ihr Mobile Support für eure Tasteneingaben haben wollt, aber natürlich auch, wenn sich der Kontext ändert. Zum Beispiel, wenn ihr ein bestimmtes Tool ausrüstet, sagen wir mal, hier, gutes Beispiel, hier oben liegt so ein Fernzünder. Wenn ich den Fernzünder in die Hand nehme, wlupp, liegt nicht ganz geschmeidig in meiner Hand drin, aber wenn ich ihn in der Hand habe, kann ich Linksklick drücken, um eine Feuerwerkshow zu starten. Das ist ganz cool und das funktioniert hier weder mit dem User Input Service, noch funktioniert es mit dem Context Action Service. Es funktioniert einfach mit Tools an sich, weil die ein Event haben dafür, dass man Linksklick drückt, halt, dass man das Tool auslöst. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, wenn ich ein Tool habe und dann E drücke, soll auch eine Aktion ausgeführt werden. Mit dem User Input Service müsste man dann erstmal checken, ist das Tool ausgerüstet oder ist das Tool nicht ausgerüstet. Mit dem Context Action Service kann man einfach an die Equip-Funktion sagen, jetzt möchten wir diese Aktion aktivieren. Und an Unequipped könnte man sagen, jetzt möchte ich die Aktion deaktivieren. Und eine Sache möchte ich euch auch noch zeigen, wenn ihr in einem Spieltest drin seid oder in einem öffentlichen Roblox-Spiel, dann könnt ihr F9 drücken. Dann kommt diese Konsole, die Developer-Konsole. Als Inhaber des Spiels, sag ich mal, könnt ihr hier auf Server gehen und seht dann auch noch die Server-Logs. Und was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt hier oben links auf Log gehen und dann auf Action Bindings und dann seht ihr eine Liste von allen möglichen Aktionen, die an den Context Action Service gebunden sind. Sie haben einen Namen, eine Priorität, eine Sicherheit, einen Aktionsnamen und den Input-Type. Und wie ihr seht, die Jump-Action ist gebunden an enum.playeractions.characterjump. Das ist ein Input, wenn ich Leertaste drücke, springe ich. Aber auch wenn sich Roblox irgendwann dazu entscheiden würde, dass man nicht mehr mit der Leertaste springt, wäre dieser Input immer noch valide, weil das ist ja immer noch die Aktion zum Springen. Blöderweise kann man über diese Aktion nicht immer darauf zugreifen, wenn ein Spieler gerade springen will, zum Beispiel wenn man auf dem mobilen Endgerät unten rechts tippt, habe ich die Erfahrung gemacht, wird dieses Event nicht ausgelöst. Aber man sollte den Context Action Service auch nicht nutzen, um zu checken, ob ein Spieler gerade springen möchte oder nicht. Dafür gibt es andere Methoden. Das heißt, man kann mit dem Context Action Service nicht nur Tasteneingaben wahrnehmen, sondern auch andere Aktionen, auf die man über den User Input Service nicht wirklich Zugriff hat, wie zum Beispiel Player Actions, Character Jump, Player Actions Forward oder Left oder sowas. Man kann aber auch zugreifen auf enum.keycode.left, wenn man nach links drückt. Der Thumbstick ist natürlich gebunden. Man hat auch die Taste FreeCam Toggle, die steht auf P. Aber wenn man P drückt, dann haben wir gar nicht FreeCam. Das heißt, da macht der Code noch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel muss man als Developer des Spiels Shift gedrückt halten, dann P drücken. Dann hat man tatsächlich Zugriff auf die FreeCam. Kann nochmal Shift-P drücken und verlässt die FreeCam wieder. Das läuft über den Context Action Service. Und hier in diesem Menü könnt ihr alles sehen, was über den Context Action Service aktuell so an eure Tasteneingaben gebunden ist. Da ist das Laufen drin, das Springen drin, das Menü öffnen, das Leaderboard öffnen und alle Aktionen, die ihr selbst oder die Spielentwickler auch an den Context Action Service gebunden haben. Aber jetzt haben wir mal genug gelabert und ich zeige euch einfach mal, was es alles in der Praxis bedeutet. Dafür fügen wir in Starter Player Scripts jetzt einfach mal in Local Script hinzu namens Context Action Service, weil wie beim User Input Service sind Aktionen natürlich immer clientseitig gebunden. Man kann den Service nur clientseitig verwenden. Den Context Action Service bekommt man natürlich, indem man schreibt game:getService Context Action Service. Hier haben wir den Context Action Service und was kann man mit dem Context Action Service jetzt machen? Ignorieren wir jetzt einfach mal den Kontext und kümmern uns nur um die Aktionen. Wenn wir CAS oder Context Action Service schreiben und dann Doppelpunkt, dann sehen wir neben den normalen Methoden, die man für Instances hat,
irgendwann hier unten auch Bind Action. Und Bind Action ist das erste, was ich euch zeigen werde. Damit kann man eine Aktion an den Context Action Service binden. Beziehungsweise man bindet eine Aktion an einen Kontext, um genau zu sein. Diese Aktion braucht immer einen Namen. Machen wir zum Beispiel nochmal das Fortnite-Wandbau-Dings, das ich euch vor ein paar Folgen gezeigt habe. Ich nenne die Aktion Summon Wall. Ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass das ein String ist. Das ist ein Name für diese Aktion. Danach wird nach einer Funktion gefragt. Ihr könntet diese Aktion natürlich hier anonym reinschreiben. Function, bla bla bla, end. Oder was man eigentlich eher macht, ist, man referenziert die Funktion und schreibt die Funktion weiter oben. Local Function Summon Wall. Und das ist doch nett. Da hat mir die KI geholfen. Die schreibt tatsächlich Action Name, Input State und Input Object. Und das akzeptiere ich mit Tab, weil das sind tatsächlich die Namen von den Parametern, die uns dann mitgegeben haben. Nur, dass ich halt immer den ersten Buchstaben groß schreibe, weil ich ein deutscher Weirdo bin. Und ich würde sagen, wir printen dann einfach, wenn das ausgeführt wird, diese drei Argumente. Und wir kümmern uns weiter um Bind Action, weil Bind Action nimmt nicht nur den Namen und die Funktion. Bind Action muss natürlich auch wissen, wie genau diese Aktion jetzt ausgelöst werden soll. Und dafür fragt er erstmal, soll ein Touch-Button erstellt werden? Und da wollen wir in den meisten Fällen immer Ja sagen. Ja, wir wollen ein Touch-Button. Das ist nämlich Mobile Support von Haus aus. Wenn ihr True schreibt, wird automatisch ein Button auf dem Interface von allen Touch-Devices erstellt, den die Spieler dann auf mobilen Endgeräten nutzen können. Und für alle Leute, die kein mobiles Endgerät haben, könnt ihr hier hinter alle möglichen anderen Inputs angeben. Zum Beispiel könnt ihr schreiben enum.keycode.e, um E zu drücken. Ihr könnt aber auch Komma schreiben und dann auch enum.keycode.buttonb schreiben. Und damit haben wir eigentlich jetzt alle wichtigen Geräte abgedeckt. Wir haben mit True Support für mobile Endgeräte hinzugefügt, mit E Support für Tastatureingaben und mit Button B haben wir Support für Controller-Spiele hinzugefügt. Da ist der Context Action Service richtig cool, weil was sind das? Das hier ist eine Zeile Code, um eine Aktion einfach an verschiedene Eingabetypen zu binden. Das ist genial. Natürlich macht diese Funktion jetzt noch nichts. Wenn ich auf Spielen gehe und dann E drücke, dann wird einfach nur in den Output hier rausgeschrieben, Summon Wall, Enum User Input State Begin, Input Object, und dann habe ich E natürlich losgelassen, dann gab es nochmal End. Das heißt, wir können dann natürlich auch nochmal sehen, habe ich gerade begonnen, die Taste zu drücken oder habe ich aufgehört, die Taste zu drücken. Das heißt, wir können jetzt sagen, if Input State ist gleich Enum.User Input State Punkt Begin, then print E gedrückt. Else if Input State ist gleich Enum.User Input State Punkt End, print E losgelassen. Und wir das End vergessen. Und was auch wichtig ist, viele Roblox-Spiele haben halt den Bug, dass wenn man das Menü öffnet oder raustappt, dass dann nicht mehr wahrgenommen wird, dass die Aktion beendet wurde. Weil in dem Fall wird nicht mit User Input State End die Aktion beendet, sondern mit Cancel. Und da können wir dann schreiben, E drücken, abgebrochen. Das ist jetzt natürlich sehr viel mehr Code, aber den braucht ihr in der Regel nicht. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr einfach nur an einen Input State was binden wollt, könntet ihr hier oben schreiben, if Input State ist nicht gleich enum.userInputState.end, then return end. Und dann wird nur, wenn man die Taste loslässt, die Aktion ausgeführt. Mache ich aber nicht, ich will euch nämlich hier alles zeigen. Wir gehen nochmal rein ins Spiel, drücken dann, beziehungsweise ich halte jetzt E gedrückt. Da links steht E gedrückt. Ich lasse E los und da steht E losgelassen. Mach das mal ein bisschen größer, clear den Output und wenn ich jetzt E drücke, hier rausgehe und loslasse, steht da immer noch E losgelassen. Das funktioniert. Wenn ich jetzt E drücke und jetzt hier rausklicke, während ich E gedrückt halte, steht da E losgelassen. Aber ich halte ja E immer noch. Und wenn ich E nochmal loslasse, wird nicht mehr E losgelassen gecallt. Also es war immer noch losgelassen. Wenn ich jetzt aber E drücke und dann Escape drücke, dann steht da E drücken abgebrochen. Das Ganze viermal. Das ist auch wichtig. Cancel kann ziemlich oft gecallt werden. Und auch wenn wir das Spiel starten, ich starte nochmal rein, obwohl ich noch gar nicht E gedrückt habe und neu gestartet habe, steht hier E drücken abgebrochen. Ganz am Anfang. Das heißt, wenn ihr Logik zu eurem Code hinzufügen wollt, die berücksichtigt, dass man abbrechen kann, dann muss diese Logik auch tracken, ob man überhaupt erst angefangen hat, E zu drücken. Aber das macht ihr in der Regel sowieso schon. Zum Beispiel, wenn ihr eine Waffe habt, mit der ihr durchgehend schießen wollt, vollautomatisch schießen wollt, dann macht ihr eine Bind-Action für linke Maustaste. Wenn man anfängt zu drücken, fängt man an zu schießen und wenn man loslässt oder cancelt, hört man auf zu schießen. Wie sieht das jetzt aber mit dem Mobile-Support aus? Ich habe euch ja gesagt, dass wir hiermit schon für einen Mobile-Support gesorgt haben, aber wie genau supporten wir mobile Geräte? Dafür gehe ich einfach mal auf Test Device. Hier haben wir ein iPhone 7. Ich stelle es mal hoch auf ein iPhone 14 Pro. Dann haben wir einen größeren Bildschirm. Gehe nochmal rein in den Test. Und dann haben wir hier unser mobiles Endgerät. Ich drücke mit Absicht nichts auf der Tastatur. Wir haben hier unseren Dragger, um zu laufen. Wir haben hier die Springtaste. Und ihr seht auch schon über der Springtaste, oben drüber, ist noch so ein Button. Und wenn ich diesen Button drücke, klick, dann steht da E gedrückt und E losgelassen. Das ist unser Button, der erstellt wurde. Und das ist erstmal cool, dass wir den haben und damit auch was machen können. Aber der sieht noch nicht wirklich geil aus. Und deswegen werden wir
wir diesen Button jetzt bearbeiten. Und das ist auch ziemlich einfach. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man das extra gesondert machen muss und nicht noch irgendwie andere Argumente hat, aber ich verstehe es auch, weil sonst wäre diese Bind-Action-Funktion echt super voll. Und da kommt dann tatsächlich Summon Wall bzw. der Action-Name, der Aktionsname, mal ins Spiel. Um den Button zu bearbeiten, schreiben wir Context-Action-Service, Doppelpunkt, wir schreiben Set und jetzt sehen wir hier Set-Image, Set-Title, Set-Position und Set-Description. Mit Set-Title und Set-Description haben wir die Möglichkeit, Kontext für diesen Button hinzuzufügen. Wir schreiben jetzt einfach mal Set-Title, dann fragt er einen nach dem Action-Name und da schreiben wir dann Summon Wall rein und dann können wir den Titel festlegen, zum Beispiel Summon Wall. Ich drücke nochmal auf Spielen, wir gehen rein und jetzt steht hier unten nur Summon, weil viel mehr passt gar nicht rein. Ich schlage vor, wenn ihr hier einfach nur mit einem Title arbeiten wollt, dann schreibt einfach nur die Taste rein, die man am PC drücken müsste und dann sieht man hier E. Das ist unsere E-Taste und die funktioniert. Okay. Aber Set-Title finde ich ehrlich gesagt gar nicht so cool. Wir schauen uns einmal Set-Description an. Beschwört eine Wand, schreiben wir einfach mal als Description. Wenn wir die Description setzen, dann ändert sich an diesem Button hier nichts. Wenn ich hier rüber hover, passiert auch nichts. Wenn ich drauf drücke, passiert auch nichts. Wenn ich F9 drücke, dann nochmal in die Action-Bindings gehe, dann müssten wir hier irgendwo Summon Wall sehen. Aber auch hier steht keine Description. Wofür genau brauchen wir die Description? Die Description kann man, soweit ich weiß, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, tatsächlich nirgends irgendwie praktisch nutzen. Es gibt eine Möglichkeit, sie auszulesen und theoretisch könntet ihr diesen String dann auch selber nutzen und irgendwie euren Spielern anzeigen. Aber von Haus aus gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, diese Description für einen Spieler normal zu sehen. Halt nur, wenn ihr die Description über die Methode, die ich euch später im Video noch zeigen werde, abruft. Wenn ich jetzt hier in den Playtest reingehe und dann einfach mal rechts auf Players, dann Roblox Conny und dann Player GUI gehe, dann seht ihr hier ein neues GUI, das heißt Context Action GUI. Das können wir öffnen und hier sehen wir Context Action Button Frame, Context Action Button. Und das ist der Button, den wir hier haben. Und diesen Button kann man tatsächlich bearbeiten. Ihr könnt natürlich ihn einfach irgendwie mit einer anderen Script suchen und bearbeiten. Damit visuell schöner machen. Es gibt aber ein paar Einschränkungen. Was aber auch ein bisschen frustrierend ist, selbst über dieses Context Action GUI kann man nirgendwo diese Description auslesen. Zumindest habe ich das auch noch nirgendwo gefunden. Es gibt die Möglichkeit, eine Description zu setzen und ich schätze mal, das ist halt einfach nur für die Developer da, damit man selber in seinem Code weiß, wofür eine Aktion ist. Aber nehmen wir einfach mal diesen Context Action Button und schieben ihn woanders hin, weil hier unten rechts liegt der ziemlich blöd. Sagen wir mal, die Position ist nicht 123,70, sondern die Position, die machen wir jetzt relativ und zwar zu Punkt 5, Punkt 5 und dann ist er genau in der Mitte von diesem Context Action Frame. Und der Context Action Frame hier unten, der ist halt in dem Bereich, an den der rechte Finger hinreichen sollte. Das heißt, wenn wir hier stattdessen die Position 0 nehmen, oh, jetzt habe ich den Context Action Frame verschoben. Augenblick, das muss ich kurz rückgängig machen. So, wir sind zurück. Wenn ich jetzt bei dem Context Action Button die Position 0 nehme, dann ist er hier ziemlich weit weg. Sagen wir also mal, wir wollen ihn schon relativ mittig haben, horizontal, das heißt 0,5 für X. Aber nicht ganz so weit unten. Das heißt, wir sagen einfach nur 0,3 für Y. Ist vielleicht ein bisschen zu nah. Also nehmen wir hier doch nur 0,4 und noch ein bisschen höher, also 0,2. Und dann haben wir eine Höhe, die tatsächlich erreichbar ist. Aber wir wollen ja jetzt nicht extra ein weiteres Script nehmen, welches dann nach diesen Buttons sucht und diese Buttons bearbeitet, wenn es diese Buttons gibt. Was ihr machen könnt, stattdessen ist einfach CRS, Context Action Service, Doppelpunkt, Set Position, dann wieder der Action Name Summon Wall und dann die Position, also udem2.fromOffset und wir hatten .4,.2. udem2 habe ich euch noch nicht erklärt, werde ich aber noch in der Zukunft erklären. Ihr müsst nur wissen, so erstellt man jetzt diese udem2 und setet die Position. Und wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, ist der Button automatisch an der richtigen Stelle. Nö, ist er nicht. Aber ich habe fromOffset geschrieben, ich muss fromScale schreiben. Das ist mir noch nie passiert. Und jetzt ist der Button auch an der richtigen Position. Aber es kann sein, dass er trotzdem an die falsche Position für euch versetzt wird. Und das hat den Grund, dass wir immer noch nicht den Kontext haben. Hier haben wir einfach nur ein Local Script, welches direkt am Anfang eine Aktion bindet. Und die Aktion ist immer da. Der Context Action Service ist aber dafür gedacht, dass ihr wirklich einen bestimmten Kontext habt. Und diesen Kontext fügen wir jetzt hinzu. Ich mach mal das Ding hier aus. Und wir erstellen einfach mal ein Tool. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal gezeigt habe, wie man ein Tool erstellt. Aber ein Tool ist ziemlich simpel. Ihr fügt zum Workspace ein Tool hinzu. Zu diesem Tool fügt ihr ein Part hinzu. Und dieses Part müsst ihr umbenennen in Handle. Das Part soll auch nicht geankert sein, damit der Spieler es in die Hand
Hand nehmen kann. Und ich mache die Size einfach mal auf 1. Und wenn wir jetzt ins Spiel reingehen und dieses Part berühren, dann nimmt der Spieler das Part in die Hand. Wir haben ein Tool. Ich kann jetzt auch 1 drücken, um hier unten auf Inventarplatz 1 zuzugreifen, das Equippen und Unequippen. Dadurch haben wir ein Tool. Und zu so einem Tool können wir ein Local Script hinzufügen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das Context Action Server Script und packe es in das Tool rein. Blub. Wir schreiben hier oben dann noch Local Tool ist gleich Script.Parent. Und diese Aktion hier unten, die binden wir jetzt an Tool.Equipped. Doppelpunkt Connect Function. Und da paste ich jetzt einfach alles rein. Sobald wir das Tool equippen, wird diese Aktion gebindet. Und wir wollen ja eine Wand beschwören. Deswegen gehe ich einfach mal hier in Data Character Scripts. Da haben wir noch ein Character Script drin von damals, welches den User Input Service genutzt hat. Und so sah das für den User Input Service aus. Wir wollen jetzt aber nur dieses Wand Event haben. Die Funktion ist uns egal. Schreiben dann hier einmal Wand Event ist gleich Replicated Storage. Doppelpunkt Wait for Child Wand Event. Replicated Storage müssen wir natürlich auch noch getten. Das mache ich hier oben. Flupp. Und wenn die Aktion ausgeführt wird, ja klar, hier haben wir nochmal einen Debounce. Vielleicht auch ganz smart, wenn wir den Debounce übernehmen. Dann checken wir den Debounce, setzen das auf True und dann feiern wir das Wand-Event und nach 5 Sekunden setzen wir den Debounce wieder auf False. Diesen Code hier kopieren wir uns, pasten ihn hier in E losgelassen rein. Flupp. Weil nur wenn wir E loslassen, wollen wir den Code ausführen. E gedrückt, nehme ich einfach mal weg, macht gar nichts. Abgebrochen. Lassen wir auch erstmal sein. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich am Server das ja auch noch anhabe, weil ich habe eigentlich alle möglichen Server-Scripts deaktiviert. Und hier haben wir unser Wand-Script. Das mache ich einfach mal wieder auf Enabled. Lassen wir es genauso, wie es war vom letzten Mal. Jetzt haben wir unser Tool. Wenn es equipped wird, wird die Aktion SummonWall gebindet. Und die Aktion SummonWall, das nehmen wir mal weg. Brauchen wir nämlich gar nicht. Er stellt natürlich einen Mobile-Button an der von uns gewünschten Stelle und sorgt dafür, dass wenn man E drückt, diesen Mobile-Button drückt oder am Gamepad B drückt, dass die SummonWall-Funktion ausgeführt wird. Wenn man diese Tasten dann loslässt, wird das Wand-Event gefeiert, welches dann eine Wand erschaffen sollte. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir gehen rein ins Spiel, drücke E und nichts passiert. Ich equippe das Tool, noch nichts passiert. Ich halte E gedrückt, nichts passiert. Ich lasse E los und die Wand wurde erstellt. Ich kann jetzt E drücken, alle 5 Sekunden wird eine Wand dann vor mir erstellt, während ich hier E spamme. Und das Ganze testen wir dann auch einmal auf dem Smartphone. Denn wenn ich jetzt hier mit dem Smartphone hingehe, wlupp, dieses Tool equippe, wlupp, dann wird dieser Button erstellt und ich kann diesen Button gedrückt halten. Nichts passiert, ich lasse ihn los und die Wand wird erschaffen. Wunderbar. Aber wenn ich das Tool unequippe, dann kann ich immer noch Wände erschaffen. Und da kommt die nächste Methode ins Spiel, und zwar UnbindAction. Sobald wir das Tool nicht mehr equippen, das heißt Tool.unequipped, Doppelpunkt Connect Function, dann wollen wir die Aktion unbinden. Das heißt, wir schreiben Context Action Service, Doppelpunkt UnbindAction und schreiben hier einfach rein SummonWall. Und das ist alles. Mehr müssen wir nicht schreiben. Wir schreiben einfach nur UnbindAction SummonWall. Und jetzt haben wir ein Tool, welches wir equippen können. Dann können wir eine Wall erstellen, wir können es unequippen und der Button ist weg. Ich kann auch E drücken und nichts passiert. Und das ist das Coole am Context Action Service, weil das sind alle Zeilencode, die wir brauchen, um so eine Aktion zu binden und zu positionieren und wieder zu unbinden. Und das je nachdem, welchen Kontext wir gerade haben. Wenn das Tool equipped ist, haben wir die Aktion gebindet. Wenn das Tool nicht equipped ist, ist die Aktion nicht gebindet. Und wir waren vorhin noch dabei, den Mobile-Button zu customizen. Wir werden ihn nochmal ein bisschen weiter customizen, weil ihr könnt auch noch zusätzlich sagen SetImage. Und das ist ziemlich wichtig, weil anstatt den Text zu setzen, den Title zu setzen, setze ich immer am liebsten ein Image. Da suchen wir uns jetzt einfach mal aus der Toolbox unter Aufkleber oder Decals was raus. Ich schreibe einfach mal SummonWall, vielleicht kommt da sogar was. Nee, da kommt eigentlich nur Müll. Vielleicht wenn ich Icon schreibe. Okay, jetzt kommen hier SCP-Logos, aber meinetwegen, wir nehmen dieses SCP-Logo. Da gehe ich einfach Rechtsklick drauf, Objekt-ID kopieren und dann schreiben wir hier als String tatsächlich diese Objekt-ID und davor muss geschrieben werden RBX Asset-ID Doppelpunkt Slash Slash und damit sollte das funktionieren. Wir gehen nochmal auf Spielen, gehen nochmal rein. Blub. Und hier haben wir das Image. Das hat ein bisschen nachgeladen, weil das erstmal geladen werden muss vom Client. Aber jetzt haben wir hier ein Image auf dem Button drauf. Kann man so auf jeden Fall machen. Und wenn ihr den Button noch ein bisschen weiter customizen wollt und euch da richtig austoben wollt, dann könnt ihr auch sagen Context Action Service Doppelpunkt Get Button Summon Wall und dann kriegt ihr den Button zurück. Das heißt, local button ist gleich get button summon wall. Und damit könnt ihr dann alles machen, was ihr mit dem normalen GUI-Button auch machen könntet. Wie man mit GUIs umgeht, das lernt ihr natürlich alles erst in dem nächsten Level. Das nehme ich euch ein bisschen vorweg jetzt, aber es sollte halt nicht wirklich euer Fokus sein. Ich gehe hier nochmal rechts auf Players, Roblox Corny Player GUI und wir sehen hier gar kein GUI für den Context Action Service, weil der noch gar keine Buttons hinzugefügt hat. Aber sobald ich ein
Tool in die Hand nehme, erscheint das Context Action GUI. Hier können wir reingucken und hier sehen wir den Context Action Button. Das ist genau der Button, den wir zurückbekommen würden. Und da könnten wir alles anpassen. Zum Beispiel könnten wir ein bisschen nach unten scrollen und sagen, die Image Color soll geändert werden auf Rot. Dann kopieren wir uns das einfach, merken uns Image Color 3 und dann sagen wir einfach Button.ImageColor3 ist gleich Color3.FromRGB und dann pasten wir da die Werte rein. Und wenn wir jetzt das Ding ausrüsten, haben wir direkt einen roten Button. So könnt ihr den Button so anpassen, wie ihr wollt. Ihr seid dabei ein wenig eingeschränkt, wenn ihr zum Beispiel die Image-ID von dem Button selbst ändern wollt, zum Beispiel für Custom-Hover-Images oder sowas, oder Press-Down-Images, dann gibt es das Problem, dass der Context-Action-Service diese Bilder immer wieder bei neuer Benutzung selbstständig überschreibt. Man ist da ziemlich eingeschränkt und wenn ihr diese Einschränkung nicht mögt, das empfiehlt Roblox selbst, ist es sinnvoller, diese Buttons selber zu erstellen. Aber ich finde, das ist für ganz schnellen Mobile-Support eine super Methode, weil es einfach in sehr wenigen Zeilen Code geschrieben ist. Jetzt einfach mal im Vergleich zum User-Input-Service, in der wir das hier schreiben, um überhaupt wahrzunehmen, ob man die linke Maustaste oder E drückt, während man beim Context-Action-Service einfach sagen kann, enum userInput-Type.MouseButton1, enum.keycode.e. Das wäre jetzt aber genug Mobile-Support-Gelaber. Wenn wir hier schon bei einem Tool sind, zeige ich euch noch eine Aktion, die ihr mit dem Context-Action-Service ausführen könnt. Man hat bei Tools die Möglichkeit, über das Event Equipped oder das Event Unequipped zu checken, ob das Tool equipped oder unequipped ist. Man kann beim Tool aber auch sagen, tool.activated:connect-function, da schreiben wir dann auch einfach mal rein. Ja, wenn das Tool aktiviert wird, dann wollen wir das Wand-Event ausführen. Komm, nehmen wir einfach genau den Code, den wir hier haben. Wand-Event, so, blub, zurücksetzen mit Shift-Tab. Aber tool.activated wird immer ausgelöst, indem man am PC zum Beispiel links klickt. Wenn ich jetzt dieses Tool nehme hier und dann irgendwo hinklicke, hier hin, bupp, wird eine Wand erstellt. Wenn ich linksklick mache, wird halt eine Wand erstellt. Wenn ich E drücke, wird auch eine Wand erstellt, weil ich hier unten noch diese Aktionen habe. Aber was ist, wenn ich F drücken möchte, um eine Wand zu erstellen? Ich kann den Context Action Service nehmen und dann hier unten schreiben, zusätzlich Komma enum.keycode.f. Klar, aber vielleicht will ich diesen ganzen Equipped Connect Kram hier gar nicht machen. Ich kommentiere den einfach mal aus. Ich kommentiere das hier auch einfach mal aus und schreibe jetzt stattdessen Context Action Service Doppelpunkt Bind Activate und jetzt fragt er mich nach einem User Input Type for Activation. Und jetzt sagen wir mal enum.userInputType.keyboard und dann können wir unsere Keys angeben, zum Beispiel enum.keycode.f. Jetzt spiele ich das Spiel nochmal, gehe hier hin. Wir haben keinen Mobile Support mehr, weil wir die ganzen Context Action Service Bindings nicht mehr haben. Wenn ich jetzt Linksklick drücke, wird immer noch eine Wand erstellt, weil wir immer noch die ganz normalen Bindings haben für Touch. Aber wenn ich jetzt F drücke, wird auch eine Wand erstellt. Dadurch habe ich jetzt hinzugefügt, dass ich durch F auch ein Tool auslösen kann. Und der Context Action Service kann das nicht nur für ein Tool machen. Context Action Service kann das auch für Klickdetektoren machen. Wenn ich jetzt das Tool nicht equipped habe und dann F drücke, passiert nichts. Wenn ich hier einfach nur klicke, passiert auch nichts. Nur wenn ich das Tool equipped habe und dann F drücke, dann wird eine Wand erstellt. Wollte ich euch einfach nur mal gezeigt haben. Ich persönlich finde es aber gar nicht so nützlich, weil das ziemlich janky ist und ihr habt dann auch immer noch keinen Mobile Support, weil das könnt ihr nur machen mit User Input Type Keyboard oder User Input Type Gamepad 1-8. Damit haben wir das aber auch einmal gezeigt, dass ihr damit Tool Input Types, aber auch Click Detector Trigger auslösen könnt. Und jetzt zeige ich euch noch eine Sache, die auch ganz nützlich ist für den Context Action Service. Ihr könnt nämlich Prioritäten setzen. Wir haben ja vorhin gesehen, diese ganzen Standard-Sachen, die Roblox so setzt, haben sehr hohe Prioritäten, 2000, 3000, 1000. Und ihr könnt selber eine Priorität eurer Aktion zuweisen. Zum Beispiel machen wir hier mal eine andere Aktion. Wir nennen sie nicht Summon Wall, sondern wir nennen sie Summon Walter. Und die sagt dann einfach nur Print Walter wird beschworen. Und wir können jetzt sagen, Context Action Service Doppelpunkt Bind Action at Priority und können genau denselben Kram schreiben, den wir hier haben. Ich kopiere mir einfach mal alles. Nur, dass wir die Aktion jetzt Summon Walter nennen. Die Funktion ändern wir auch zu Summon Walter. Hier sagen wir auch wieder True zu Create Touch Button. Aber bevor wir zu den Keycodes kommen, zu den Inputs, wird hier ein Priority Level verlangt. Und das setzen wir einfach mal auf 1. Und dann auf Komma und dann der ganze Rest. Ich werde die Aktion Summon Walter einfach mal nicht anbinden. Gehe in den Test rein, sammle das Tool auf und jetzt haben wir hier unsere Funktion für die Wand. Blub, wird die Wand beschworen. Haben hier einen
neuen Button, der ist Summon Walter. Da klicke ich einfach mal rauf und wir sehen hier auch rechts, Walter wird beschworen. Das funktioniert also, wenn ich auf den Button drücke. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel E drücke, dann wird die Wand beschworen. Aber es wird nicht geprintet Summon Walter, weil E ist eine Eingabe, die sowohl für die Wand als auch für Walter da ist. Und die Wand hat eine höhere Priorität, weil Walter hat nur die Priorität 1. Während, wenn wir einfach nochmal nachgucken bei F9 und Action Bindings, dann sehen wir hier, Summon Walter hat die Priority 1, während Summon Wall die Priority 2000 hat. Die Standardpriorität, die ihr habt für eine Aktion, die ihr mit Bind Action bindet, hat immer die Priorität 2000. Und wenn sich irgendwas beißt, wird immer die Aktion mit der höheren Priorität ausgeführt und nicht die mit der niedrigeren Priorität. Die wird dann einfach sein gelassen. So, ich clear nochmal den Output hier. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, wird die Wand erstellt. Wenn ich nochmal E drücke, passiert halt gar nichts, weil die Wand noch auf Debounce ist. Aber wenn ich das Tool jetzt anequippe, dann wird die Summon Wall Aktion geunbindet. Aber Summon Walter haben wir nicht geunbindet. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, steht hier, Walter wird beschworen. Das heißt, E funktioniert immer noch für Walter, aber nicht solange Summon Wall da ist. Summon Wall überschreibt Summon Walter, weil Summon Wall eine höhere Priorität hat. Ihr könnt natürlich jetzt die Priorität auf 2001 stellen. Ich mache mal den Device-Test hier weg, gehe nochmal rein, gehe hier hin und wenn ich jetzt E drücke, steht hier unten, Walter wird beschworen. Außerdem steht hier auch noch Attempt to Index Nil with Image Color 3, weil wir einen klitzekleinen Bug haben. Wir setzen hier nämlich von dem Button die Image Color, während der Button nicht existiert. Man müsste natürlich schreiben, if Button, then, und dann könnt ihr den Button überarbeiten, weil wenn man nicht auf einem mobilen Endgerät arbeitet, dann erscheint der Button ja gar nicht und dann kann man den nicht überarbeiten. Habe ich vergessen, aber so haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Das heißt, mit der Priority 2001 funktioniert das. Ihr könnt auch schreiben enum.contextActionPriority und dann Punkt, dann seht ihr Low, High und Medium. Das sind dann vorgefertigte Werte. Wenn wir jetzt zum Beispiel High nehmen und dann Punkt Value, uns das einfach mal ausprinten. Das heißt, ich schreibe hier unten einfach mal Print, bla bla bla, High.Value ist 3000. Medium ist 2000 und Low ist 1000. Ich entferne jetzt aber mal die Summon Walter Aktion, weil die halt überhaupt nichts bringt. Die macht unseren Code auch nur unnötig komplex. Und Tool Activated entferne ich auch, weil das brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Wir haben Tool Equipped und Tool Unequipped, um die Aktion zu binden und zu unbinden. Dann nochmal ein bisschen extra Code, nur um den Mobile Button zu stylen. Und unsere Funktion für Summon Wall, die natürlich einfach nur auf das hier beschränkt werden könnte. Für unser Tool, mit dem wir Wände erschaffen können. Das Tool lasse ich diesmal auch im Spiel drin. Das packen wir hier oben auf die Säule rauf. Wenn ein Spieler das grabben kann, kann er damit Wände erschaffen. So, ich packe in Starter Player Scripts wieder das Context Action Server Script rein. Nimm den ganzen Spaß hier einfach mal weg. Und dann zeige ich euch noch eine letzte Aktion, die der Context Action Service bietet, und zwar CRS Doppelpunkt Get Bound Action Info Summon Wall. Ich würde sagen, wir sagen hier einfach mal Task.Wait 10 Sekunden und dann printen wir Get Bound Action Info Summon Wall, damit wir sehen können, was das macht. Ich packe das Tool vielleicht doch einmal hier hin. Geh ins Spiel rein, clear den Output, wähle das Tool aus, dass wir auch die Action gebindet haben. Und nach 10 Sekunden sollte hier im Output dann auch ein Table erscheinen. Und hier sehen wir dann tatsächlich Informationen über die Aktion. Zum Beispiel Create Touch Button ist true, Image für den Touch Button ist hier. Input Types ist einfach eine Liste von Input Types E und Button B. Priority Level ist standardmäßig auf 2000 und die Stack Order ist 15. Die Stack Order ist einfach nur die Reihenfolge, in der die Aktion zum Stack hinzugefügt wurde, zur Liste von allen möglichen Aktionen, die irgendwie mal hinzugefügt wurden. Was jetzt der genaue Anwendungszweck der Stack Order ist, weiß ich persönlich nicht. Ich kam noch nicht dazu. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine neue Aktion später bindet, dann ist die Stack Order auf jeden Fall höher als bei der letzten Aktion, die ihr gebindet habt. Wenn ich das Spiel jetzt noch einmal starte, diesmal das Tool aber nicht auswähle und dann die 10 Sekunden warte, dann schauen wir mal, was gleich im Output erscheint. Und es ist ein leerer Table, weil es für die Aktion Summon Wall keine Action-Infos gibt. Was ihr auch machen könnt, ist Get All Bound Action Info, dann lasst ihr das hier einfach weg und dann kriegt ihr eine Liste von allen Action Infos. Da gehen wir dann auch nochmal rein. Diesmal rüste ich das Tool auch aus und wir warten nochmal ein Augenblickchen. Ich kläre den Output. Jetzt kriegen wir ein Table. Der Table ist indiziert mit den Namen der Aktionen. Und das ist halt ein String. Da kann man dann Summon Wall wiederfinden. Genau mit denselben Infos. Create Touch Button, True, Image, bla bla bla, Priority Level und Stack Order. Und hier sehen wir dann halt auch noch alle anderen aktuell gebundenen Aktionen. Wie zum Beispiel Jump Action, die keinen Button hat, dementsprechend nur Input Types. Und der Input Type ist Character Jump. Weil da wird ein Roblox eigenes System genutzt, um zu checken, ob ein Character jumped. Und auf genau diese Aktion könnt ihr übrigens auch zugreifen. Das habe ich euch ja vorhin schon einmal gegenüber erwähnt. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, ja, Task.Wait, CRS, Doppelpunkt, Bind Action, Jump, Jump,
false, enum.playerActions, und dann habt ihr Character Jump left, right, forward, backward. Und dann nehmen wir einfach Character Jump. Jump-Funktion schreiben wir auch einmal. Local Function Jump. Danke KI, dass du für mich Auto vervollständigst. If Input State ist nicht gleich enum.userInputState.begin, then return end, und dann schreiben wir einfach Jump. Jetzt gehen wir nochmal ins Spiel rein. Wenn ich jetzt springe, passiert erstmal nichts, aber nach 10 Sekunden haben wir dann die Jump-Action gebindet. Und wenn ich dann nach 10 Sekunden gleich nochmal jumpe, dann sollte da im Output auch ein Jump reingeprintet werden. Ich jumpe und hier steht jetzt Jump. Immer wenn ich jumpe, wird die Jump-Action ausgeführt und ich habe nur Begin genommen. Das heißt, wenn ich gedrückt halte und er dann trotzdem weiter jumpt, dann wird es nicht geprintet, sondern nur wenn ich die Taste drücke, die fürs Jumpen relevant ist. Aber das ist leider kein zuverlässiger Weg, um auch auf mobile Eingaben zuzugreifen, weil wenn ihr auf einem mobilen Endgerät jumpt, dann passiert hier tatsächlich nicht wirklich irgendwas. Dementsprechend könnt ihr das leider sein lassen. Es gibt andere Methoden, um darauf zuzugreifen, aber die lernen wir dann in anderen Folgen. Mit dieser Folge war es das dann auch. Dankeschön geht raus an alle Kanalmitglieder. Alle, die zum Zeitpunkt, an dem ich das Video schneide, Kanalmitglied sind, werden jetzt hier eingeblendet. Als Hausaufgabe schlage ich euch vor, dass ihr versucht, eine Aktion zu binden, die nur ausgelöst werden kann, wenn ein Spieler sich an einem bestimmten Ort befindet. Zum Beispiel, wenn ich in dieses Haus reingehe, dann kann ich E drücken, um das Licht anzumachen. Aber wenn ich nicht in dem Haus drin bin, kann ich nicht E drücken, um das Licht anzumachen. Zum Beispiel. Die nächste Folge über GUIs ist jetzt auch schon eingeblendet, die ist auch schon da, weil dieses Video hier nachträglich in die Serie mit eingeschoben wurde. Bis dann und ciao!